8 Sims, 10 Prüfungen und nur eine Frage. Wer wird Dschungelkönig? Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Die Sims 4, das Dschungelcamp. Ja, und leider alleine mit mir, ganz allein. Ja, denn das liegt an den Osterfeiertagen, also falls ihr euch jetzt wundern solltet, dass ja heute erst Mittwoch ist. Ja, ich weiß, heute ist erst Mittwoch, aber die liebe Kathi, die ist, ich weiß es gar nicht genau, entweder bei ihren Verwandten und Bekannten oder bei den Verwandten von ihrem Freund. Auf jeden Fall ist sie, glaube ich, in Bayern, wenn ich das richtig verstanden habe. Und sie bleibt dann da über die Osterfeiertage. Das bedeutet, dass ihr, dass ich das jetzt hier alleine aufnehme. Sprich, heute den Mittwoch-Part, der ist alleine. Der Freitag- und Sonntags-Part ist alleine. Und sehr wahrscheinlich auch noch der Montags-Part. Weil selbst wenn Kathi am Sonntag wieder nach Hause kommen sollte, aber ich weiß nicht, wann sie nach Hause kommt, ehrlich gesagt, hätte ich am Montag definitiv keine Zeit, um dann einen Part mit ihr aufzunehmen. Dementsprechend sehen wir bzw. hören wir unsere liebe Kathi am Mittwoch nächste Woche wieder. Ja, zumindest hoffe ich das. So, ja, in der Zeit werden wir einfach hier mit den Campbewohnern jetzt ein wenig Blödsinn machen. Das heißt, wir werden ein wenig ernten, wir werden ein paar Käfer fangen oder Insekten fangen, wir werden vielleicht ein wenig angeln oder so. Wir könnten ja auch so ein Gruppenangeln machen, aber vor allem werden wir jetzt auch mal so ein paar Pflanzen ernten, dass wir halt so ein paar Obstsachen in der Tasche haben oder so. Sowas ist doch immer mal ganz nett und unsere Sims haben dann immerhin auch was zu tun. Ich meine, die anderen sind ja hier gerade voll am Schlafen, ne? Ja, die haben es auch anscheinend alle dringend nötig, bis auf Lea eigentlich. Lea geht's recht gut. Die hat es jetzt eigentlich nicht so unbedingt nötig, aber das macht ja auch nichts, wenn sie dann am Schlafen ist. So, unsere Ella, die rennt hier auf jeden Fall ganz fleißig durch die Gegend und sammelt nun alles ein, was nicht nied- und nagelfest ist. Und vielleicht finden wir ja sogar irgendwie etwas von diesem tollen Osterevent, was ja mit dem neuen, mit dem Update kam. Ich weiß gar nicht, wann das kam. Gestern oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es mitgekriegt, dass da was kommen sollte. Aber ich bin im Moment auch am Voraufnehmen ziemlich oft für die Osterfeiertage, weil ich da nämlich auch des Öfteren nicht zu Hause bin. Ich meine, ich bin zwar dann so gegen Abend zu Hause, aber das nützt euch nichts, weil gegen Abend kann ich nicht alles schnell aufnehmen und hochladen. Deswegen muss ich da auch leider vorproduzieren. Aber naja, so, was ist jetzt? Arbeitslos! Yay! Zielstrebige Sims können extrem besorgt sein, wenn sie keine Arbeit haben. Ja, oder anscheinend angespannt. Sie können ziemlich angespannt sein, wenn sie keine Arbeit haben. Weißt du was, denn arbeite doch einfach das Angeln. Was hältst du denn davon? Obwohl, Angeln ist anscheinend langweilig. Hier können wir noch was ernten. Sehr schön. Wo sind denn die Frösche eigentlich hin? Die können doch nicht weg sein. Hier waren doch irgendwo so Baumstämme. Die waren doch mal hier. Das weiß ich doch ganz genau. Irgendwo waren so die Baumstämme. Irgendwo. Doch jetzt sind sie... Ah! Da ist der Baumstamm und wir haben auch schon unser erstes verziertes Ei gefunden. Ja, Ostern hat man auch im Dschungelcamp, meine Lieben. Ja, Mensch, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch dieser komische Osterpatch gefällt. Ich meine, es gibt jetzt irgendwie eine besondere Frucht oder sowas, ne? Ich weiß nur nicht, also ich habe mir das nicht genau durchgelesen. Ich habe das nur so ganz schnell überflogen, so, aha, okay, Frucht, Eier, gut, so ungefähr. Aber es soll ja jetzt wohl auch irgendeine andere Frucht geben, eine neue Frucht. Ich weiß nicht, ob die bleibt oder ob die danach wieder verschwindet, also sobald dieses Event da entfernt wird. Sie ist ja echt gut bei der Sache, ne? Die sammelt echt alles. Es ist auch noch niemand anderes wach. Also es sind echt voll die
Schlafmützen. So, Blattfrosch, Lektion zimperlich, alles klar. Und jetzt hat sie keinen Bock mehr auf nichts, wetten? Jetzt hat sie einfach keinen Bock mehr, es war mir so klar, sie hat keinen Bock mehr. Jetzt fühlt sie sich gedemütigt. Und überhaupt, und irgendwie, geh doch den Busch ankotzen. Na gut, dann kommst du halt wieder zurück und räumst dir auf. Hahaha, das ist gut. Das ist sehr gut, das machen wir. Und da müssen wir irgendjemanden mal... Wie können die überhaupt schlafen, wenn hier Musik läuft, sag mal? Also, dass es geht. Die hat so einen friedlichen Schlaf, obwohl hier Musik läuft. Ist ja nicht zu fassen, ne? Aber sie kann auch gleich mal aufstehen und dann kann... Nee, Ella braucht auch nicht schlafen. Was ist denn los mit den beiden hier? Die sind so fit. Aber Lea, weißt du was, du kannst jetzt trotzdem mal kommen. Steh doch mal auf jetzt. Ja, und da hüpft sie sofort aus dem... Zelt, ist da hinten nicht gerade jemand hergegangen? Oder habe ich mir anscheinend eingebildet? Naja, gut, okay. Ich werde dann mal hier das Lagerfeuer wieder anmachen. Denn es wird Zeit, dass wir das Lagerfeuer wieder anzünden. Vor allem da... oh, das Lagerfeuer geht an und sofort steht Slate auf der Matte. Sehr, oh, und er holt sich auch sofort sein Würstchen. So, das Lagerfeuer geht an, Slate steht auf der Matte und brät sein Würstchen. Das klingt irgendwie falsch, aber okay. Hat keiner gehört. Ja, Mensch. So, dann würde ich sagen, Ella, komm, du kannst ja auch mal eben... Ja, oder okay, geh du erstmal aufs Klo. Das machst du ganz gut. Mach du mal. Dann geh du erstmal schön zur Toilette und wir werden dann hier weiter zugucken, wie Slade und Lea um die Wette grillen. Ja, und jetzt haben sie beide das Würstchen weggeschmissen und erstmal von einem Muffin geträumt. Sehr gut. Beruhigender Hautbalsam kann Juckreiz stillen. Bereite ihn mit Kamille, Basilikum und Heuschrecken zu. Also mich würde das dann nicht mehr beruhigen. Was willst du denn jetzt von ihr? Umarmen. Hier wird nicht umarmt. Sie muss aufs Klo. Schmeiß mal lieber noch einen Holzscheit rein und grill dir was Leckeres. Na, wer von euch beiden wird denn jetzt zuerst das Würstchen fertig haben? Slade! Slade hat das Würstchen-Wettgrillen gewonnen. Oh Mann, Lea ist einfach zu langsam. Die trödelt immer zu viel. Aber das macht ja nichts. So. Im Übrigen seid ihr ja der Meinung, dass man sehr wohl im Dschungel schwanger werden kann. Aber da merke ich noch nichts von, dass das funktioniert. Oh, Ella kann Lea gar nicht leiden, kann das sein? Aber wir können Lea sehr gut leiden. So, wir bitten sie mal um Rat. Genau, das machen wir. Kann im Urlaub nicht heiraten. Warum kann man im Urlaub nicht heiraten? Oh nö, oh nö. Ach, hier brennt schon wieder jemand. Slade, du stehst in Flammen. Ich meine ja nur. Slade hat den Brand entdeckt. Ach, Slade war das also. Und Lea bleibt erstmal daneben sitzen, ja? Auch nicht schlecht. Aber sie ist immer so tapfer. Sie ist so mega tapfer, ey. Erst sitzt sie wie die Ruhe selbst daneben. Und dann... aber dann noch weglaufen. Was ist das denn für eine merkwürdige Kombi hier? Erst sitzen bleiben, die Ruhe selbst sein und dann auf einmal einen auf wegmachen, wegrennen machen, ne? Also so von wegen so, ja hier, ich lösche dann mal das Feuer, bin tapfer und dann renne ich aber weg. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, nein, hier werden keine schlechten Burger gegessen. Du musst dir was grillen. Ella, du musst dir was grillen. Los, grill dir was. Coco. Du hast hier dein Würstchen liegen gelassen. Das könnte auch Leas gewesen sein. Ich bin mir nicht mehr so sicher. So, egal. Wir werden jetzt auf jeden Fall hier... Wir werden mal weiterhin Baby machen. Vielleicht geht das ja doch. Oder vielleicht geht das ja wirklich, dass man wirklich im Urlaub ein Baby kriegen... Also nicht kriegen kann, aber... Vielleicht die Schwangerschaft machen kann oder so. Obwohl, ich glaube das nicht. Das wäre irgendwie merkwürdig, wenn das wirklich gehen sollte. Ich weiß es nicht. Uns ging sowas, glaube ich, nie. So, das Feuer brennt ja ganz schön, ne? Jetzt wird Ella bestimmt wieder eifersüchtig ohne Ende. Mit Chastity plaudern. Ja, komm, wir reden hier mal über Interessen und so. Und werden ihr mal etwas Lustiges erzählen. Ja, guckt da bloß nicht hin. Echt, Mann, das ist nicht gut für euch, wenn ihr da hinguckt.
Er ist ganz traurig und macht hier ein Techtelmechtel, ja? Da wisst ihr mal Bescheid. Kommt ihr da auch noch wieder raus? Ich meine ja nur. Wir können natürlich auch drin bleiben, ist mir egal. So, das war anscheinend sehr gut, aber nicht für Slate. Wahrscheinlich ist das einfach im Busch nicht sehr gemütlich, ne? Da will man einfach nicht solche Sachen machen. So, dann reden wir doch mal mit Ella und sagen ihr mal, was für ein Miststück sie doch ist. Obwohl, nee, wir könnten ja auch mal wieder nett sein. Komm, wir machen einfach mal kennenlernen. Wir sind einfach mal nett zu ihr, ne? Das wäre doch auch mal ganz gut. Hier geben wir mal ein bisschen Zuspruch und erzählen noch einen Witz über Affen. Witze über Affen sind sowieso immer besser, am besten. Übrigens, ja, das wollte ich noch erzählen, das habe ich ganz vergessen. Ich habe nämlich vergessen, die Namen zu streichen bei dem Voting-Formular. Also bitte nicht die Sims wählen, die verstorben sind oder schon rausgevotet wurden für die Dschungelprüfung. Ich wollte das jetzt auch nicht wieder wegmachen, weil ich zu spät darauf gekommen bin. Vor allem, ich wurde darauf hingewiesen und das war einfach dann schon zu spät. Da war der Part schon keine Ahnung wie viele Stunden alt. Und dementsprechend wollte ich da jetzt nicht das Formular löschen, weil dann wären die ganzen Stimmen, die vorher gemacht wurden, wären dann halt weg und dann weiß ich nicht, ob das dann wirklich noch so korrekt vonstatten gegangen wäre. Deswegen lassen wir das jetzt einfach so. Ich sage einfach, bitte nicht die wählen, die schon raus sind, sondern die wählen, die natürlich noch im Camp sind. Und dann geht's halt am Montag mit einem ganz normalen neuen Formular, ohne die Leute, die sowieso schon rausgeflogen sind, weiter. Yay. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Wahrscheinlich habe ich habe einfach nicht drüber nachgedacht. Ich habe die ganze Zeit Copy-Paste gemacht, ne? Also immer schön kopieren und einfügen, fertig. Ja, ja. So, na guck mal. Die beiden verstehen sich ja anscheinend ganz gut, wa? Komm, wir machen nochmal einen Witz. Und dann teilen wir mal ein paar Fotos, oder? Wir schmeicheln mal so ein bisschen. Oder wir erzählen ihr mal hier, wir machen mal eine Parodie, genau. Aga, aga, uk, uk. So, was ist mit ihm? Komm mal her, wo willst du schon wieder hin? Aufs Klo, alles klar. Wieso ist er denn eigentlich so traurig? Er hat Heimweh. Ach komm, brauchst doch kein Heimweh haben. Geh mit Lea ins Zelt oder so. No, ihm scheint es aber echt gar nicht gut zu gehen, wa? Oh, Comedy-Fähigkeit haben wir gelevelt. Das ist ja nicht zu fassen. Aber die werden auch nicht glücklicher dadurch, ne, wenn sie sich da Witze erzählen. Stattdessen geht sie einfach. Was will sie denn da drin? Schlafen? So müde ist sie doch gar nicht. Na egal. Der Dschungel macht müde. Oh! Lea hat einen Bären getroffen. Fabio. Fabio, der Bär. Hallo, Fabio. Ich muss erstmal aufräumen. Nein! Komm, wir wollen uns mal freundlich vorstellen. Nein, geh nicht weg. Nein, Fabio, tu es nicht. Nein, mein Herz, es macht clear. Okay, er ist noch da. Ja, Fabio, er ist noch da. Mein Herz hat noch nicht clear gemacht. Er ist immer noch da. Juhu. Na? Fabio, wie geht's dir so, hm? Lass uns doch mal über Interessen reden oder über Probleme beschweren. Du hast meine gute Laune zerstört, ne? Ich mach auch mal meinem Ärger Luft hier. Und nach Tag fragen wir ihn auch mal. Guck hier, wie war denn dein Tag so als Bär, hm? Hast du schon Honig gekriegt? Na toll, die Kamerafrau rennt durch die Kamera. Oh, Ella kommt auch. Ja, wie praktisch. Du musst auch gar nicht aufs Klo. Hier, stell dich auch mal dem Fabio vor. Und dann kann Lea nämlich wieder gehen. Tschüss, Lea. Ella steht da und grinst. Grins. So, ich bin dran. Oh Gott, was guckt sie denn auf einmal so böse? Oh, dieser Bär, ey. Dieser Bär. Dieser Bär.
Dad. Ja, du sollst dich ihm vorstellen. Ja, das heißt, du sagst Hallo, ich bin so und so und stellst dich nicht vor ihm hin. Also wirklich. Was haben wir denn jetzt gemacht? Ich weiß auch nicht. Ich mache hier einfach irgend so ein paar. Tschüss, Lea. Mach's gut. So, kennenlernen machen wir auch noch. Die Ella, die wird jetzt hier den Bären total angraben. Ohne Ende. Wird mit ihren Kochfähigkeiten prahlen. Mit einer tiefgründigen Unterhaltung wird sie prahlen. Sie wird jemanden parodieren. Sie macht immer wieder Witze. Sie stellt sich mit dem Rücken zu ihm. Ach, ist das schön, oder? So, meine Lieben, dann würde ich aber auch mal sagen an dieser Stelle, wir machen erstmal einen Cut. Sehen uns dann am Freitag wieder, wenn der Prüfungstag ist. Ich hoffe, diesmal stirbt niemand in der Prüfung. Das wäre ganz toll. Und dann halt bis Freitag. Tschüssi! Arab. Arab.